So, herzlich willkommen bei einem weiteren kleinen Film. Und zwar wollen wir von Rollei eine Actioncam 8S Plus mit dem Handy verbinden. Dazu müsst ihr die Kamera einmal anschalten, indem ihr lange auf den Anschalter auf der rechten Seite klickt. Wenn die Kamera an ist, dann noch einmal kurz auf die rechte Seite auf den Anschalter nochmal klicken. Dann stehen die WLAN-Daten im Display der Kamera. Man kann die Kamera verbinden. Die Kamera fordert jetzt ein Passwort an. Das steht auf der Kamera, auf dem Display drauf. Ist einfach die Reihenfolge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ist eigentlich immer gleich. Und dann gehen wir auf Verbinden. So, die Kamera ist verbunden. Dann gehen wir normalerweise in die App rein. Es wird aber gleich nicht funktionieren. Zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit können hier eine Kamera hinzufügen, können das WLAN auswählen und es funktioniert nicht. So, sehr komisch. Keine Ahnung, warum das so ist. Wenn ich jetzt halt meine mobilen Daten ausschalte und das Ganze nochmal mache, funktioniert das Ganze. Keine Ahnung, woran das bitteschön liegt, aber das könnt ihr so den Fehler beheben. Weiß natürlich nicht, wenn wir jetzt die mobilen Daten wieder anmachen, ob es wieder abbricht, die Verbindung. Ne, jetzt bleibt es da. Okay. Habe auch schon die IP-Adresse rausgenommen. Das ist aber die Kamera-IP-Adresse, dann funktioniert es gar nicht mehr. Die müssen wir drinnen stehen lassen. Ansonsten über Lizenz und Hilfe steht auch nichts Besonderes drauf. Bin jetzt selber erst auf den Fehler gestoßen, dass es so nicht geht, weil ich mit denen von der Hotline telefoniert habe und während ich mit dem von der Hotline telefoniere, ist natürlich die mobilen Daten aus. Okay, soweit für euch zur Info. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es geholfen, die Kamera mit eurem Handy zu verbinden. Ansonsten viel Spaß mit eurer Kamera und bis dann. Ciao.